Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin back mit einem neuen Food-Inspo-Video und zwar einem What I Eat in the Week. Essen und das Essverhalten von anderen Menschen ist ein sehr schwieriges Thema. Deswegen möchte ich euch bitten, immer im Hinterkopf zu behalten, dass es wirklich nur eine Inspiration ist, wie so eine Woche aussehen kann von Hauptmahlzeiten. Und dass nicht die Portionen und die Menge und das Verhältnis ist, wie ich oder mein Partner den ganzen Tag uns ernähren. Es soll einfach nur ein bisschen Schwung und Abwechslung in den Alltag bringen, wenn man so ein bisschen in diesem Trott sich verläuft. Und daher, dass es jetzt glaube ich schon der dritte oder vierte Teil ist, habe ich mir gedacht, auch kulinarisch mal ein bisschen was mit dazu zu nehmen. Jetzt nicht explizit Weihnachtsgerichte, aber so ein bisschen aus anderen Ländern und Kulturen. Gerichte, die ich bisher kennenlernen durfte und die ich mega feiere. So als kleines Christmas-Special, denn ich muss ehrlich sagen, grundsätzlich esse ich schon sehr typisch deutsch in meinem Alltag, weil ich es einfach so von meiner Familie halt kenne. Bei uns gab es jede Woche Spätzle mit Soße, deswegen habt ihr auch relativ schnell bei mir eine What I Eat in a Week ein Spätzle und Soße Rezept gehabt. Und in diesem Video habt ihr auch sehr viel Knödel-Varianten. Lasst das Video auf euch wirken und guten Hunger euch beim Nachmachen. Und würde ich sagen, starten wir mit dem Video und let's go! Wir starten mit Baked Porridge. Es ist super simpel und schmeckt so lecker, so kuchenartig. Dafür habe ich einfach Haferflocken mit ein bisschen Proteinpulver, ist natürlich optional, sowie Nussmus und zum süßen Ahornsirup dazu gegeben. Das vermengt ihr alles gut mit pflanzlicher Milch, sodass eine tolle Konsistenz entsteht und gibt es in den Ofen. Was ein Overnight Oats ist, einfach, das schmeckt nach Kuchen, aber ist eine gesündere Variante von Kuchen. Ihr werdet richtig gut satt dadurch und ist natürlich warm. Geht auch eigentlich super schnell, wenn man zum Beispiel in der Mikrowelle macht und das ist auch so eine Besonderheit. Man kann es einfach im Backofen machen oder in der Mikrowelle. Gönnt euch das Rezept, Friends. So habt ihr noch nie rote Beete gegessen. Ihr gebt einfach etwas rote Beete sowie den Saft, ein Ei, Milch und Mehl in einen Mixer. Da müsst ihr ein bisschen abwiegen, wie halt dann die Konsistenz wird, je nachdem wie viel man da reinmacht, einfach nach Gefühl und bratet es gut aus. Und zum Füllen habe ich eine herzhafte Füllung gemacht mit Zwiebeln, Knoblauch, Feta und Spinat. Das habe ich alles gut in der Pfanne angebraten und dann die fertigen Pfannkuchen damit gefüllt. Als Topping habe ich dann auch noch ein bisschen was von unseren Resten oben drauf gegeben, von der Avocado. Das ist aber komplett optional und glaub mir, er schmeckt so unheimlich lecker. Dann würde ich sagen, cheers, lasst es euch schmecken. Und so ehrlich sagen, normal bin ich echt kein Fan von herzhaften Pfannkuchen. Ich feiere das gar nicht, wenn man sich da irgendwie im Pfannkuchen so Frischkäse oder sowas reinschmiert. Aber hier ist es irgendwie was ganz anderes, weil es irgendwie, ich sage jetzt mal, stärker schmeckt durch die rote Beete, aber nicht zu krass intensiv nach rote Beete. Ich persönlich würde auch gerne mehr rote Beete essen, weil es einfach mega gesund ist und auch der Eisengehalt darin und alles. Aber ich habe immer Schwierigkeiten, so viel davon zu pur zu essen. Und so könnt ihr euch das richtig gut untermischen. Ihr merkt es kaum und schmeckt unfassbar lecker. Und auch mit der Frischkäse, Feta und Spinatfüllung. Richtig, richtig geile Abrundung dazu. Obendrauf noch Guacamole, kann man machen oder nicht. Wir hatten jetzt Reste da, aber die Kombi ist the shit. Ich wollte eigentlich das Ganze nur für eine Person machen, aber ich bin euch ehrlich, hätte ich das erste, wie es aus Versehen so fett auch reingetan, hätte es locker auch für zwei Personen gereicht. Weil man braucht davon, ich sage jetzt mal, zwei Stück und dann wird man schon ziemlich satt sein, dadurch, dass man ja Frischkäse darin hat. Und wenn wir schon bei der roten Beete sind, machen wir direkt weiter mit Rote-Beete-Risotto. Dafür habe ich frische rote Beete genommen, die klein geschnitten, ebenso wie Zwiebeln und Knoblauch. Und das alles ebenso gut in der Pfanne angebraten und auch den Risotto-Reis angebraten und mit Gemüsebrühe abgelöscht. Das Wasser gibt ihr einfach stückchenweise dazu, sodass ihr es gut einschätzen könnt. Dann habe ich noch Feta mariniert, alles gewürzt und serviert. So eine geisteskranke Kombi. Und das Essen ist perfekt, um es so zu Meal preppen für den nächsten Tag. Ihr müsst es nachmachen, Friends. Next day, wir starten mit einem Overnight-Rezept. Dafür habe ich Bananen klein gestampft, Vanilleextrakte zugegeben und zum Süßen wieder Ahornsirup, ganz nach Gefühl. Und dann noch Chiasamen aufgegossen mit etwas Milch. Das lasst ihr am besten über Nacht im Kühlschrank stehen und am nächsten Tag könnt ihr es weiterverwerten, indem ihr vielleicht noch etwas Sahne dazu macht und es noch mit einem Topping eurer Wahl toppt. Ich habe dafür Apfelmus und Quinoa gepuffert genommen. Wie geil bitte kann ein Frühstück sein? Das Krasse ist halt einfach, dass so Chiasamen euch mega lange auch satt machen. Aber denkt immer dran, nicht zu viele von denen zu essen. Lieb's komplett, wirklich. Müsst ihr nachmachen. Ich liebe die Nudeln vom Asiaten, deswegen habe ich sie selber einmal gemacht. Mit Brokkoli, Lauch, Lauchzwiebel, Ingwer, Weißkraut sowie Karotten und Sprossen. Alles habe ich gut angebraten in Sesamöl und noch mit etwas Sojasauce abgelöscht. Währenddessen habe ich die Nudeln mit heißem Wasser aufgegossen und als das Gemüse fertig war, ist es erstmal beiseite gelegt, damit ich die Nudeln natürlich anbraten kann und danach wieder alles gut vermengt und lecker gewürzt. Wie geil ist das bitte? Auch ohne Bock könnt ihr euch so coole Nudeln machen.
Legit, ich könnte es every day essen. Ich liebe es komplett. Vegane Manti, let's go. Ihr braucht einfach mehr Salz und etwas Wasser und das verknetet ihr, bis ihr einen Teig habt. Den stellt ihr dann erstmal beiseite. Dann habe ich schon die Füllung vorbereitet. Das war Soja geschnetzeltes mit etwas Gemüsebrühe aufgekocht mit Wasser. Dann habe ich die Schalotten angedünstet mit dem Sojagranulat und alles nochmal abgelöscht. Gewürze eure Wahl dazu und schon könnt ihr die Soße vorbereiten. Dafür habe ich einfach Joghurt genommen und etwas Knoblauch und keinerlei Gewürze ansonsten. Dann ging es an den Teig. Den habe ich dünn ausgerollt und 3 Finger breit abgeschnitten. Und um die Manti gut zu verschließen, müsst ihr einfach etwas Füllung in die Mitte und von allen Seiten die Ecken in die Mitte drücken, sodass nirgendwo mehr Luft rauskommt. Das Ganze kommt dann noch vor 5 Minuten in Wasser und kann danach mit der Joghurtsoße serviert werden. Aber typisch für Manti ist noch eine Butter-Paprikasoße. Die habe ich dann natürlich auch noch schnell gemacht und drüber gegeben. Und wenn ihr jetzt wundert, hey, das ist ja gar nicht vegan, benutzt einfach veganen Joghurt und vegane Butter. Ich habe noch nie Manti gegessen, weil halt immer Hackfleisch drin war. Aber das ist sehr geil. Ich kann euch nur nicht sagen, ob es wirklich genauso ist wie Manti, weil wie gesagt, ich konnte es leider nie essen. Ich kenne das Gericht von einer Freundin, die Russin ist, aber ich habe gehört, es gibt es auch im Türkischen. Deswegen an meine Russen und meine Türken, macht es gerne nach und sagt mir, ob das wie Manti schmeckt. Es ist so geil. Wir haben schon lange kein Brot mehr gebacken, also let's go. Das genaue Rezept findet ihr in der Infobox. Ich habe Wasser mit Hefe und Mehl erstmal grob zusammengerührt und dann noch eine andere Sorte von Mehl hinzu und das erstmal für eine lange Zeit abgedeckt stehen lassen, bis ich es dann formen konnte und wieder abdecken konnte. Das Ganze macht ihr am besten einen Tag, bevor ihr das Brot haben möchtet. Am nächsten Tag habe ich es dann einfach auf ein Backblech gegeben und mit ordentlich Wasserdampf gebacken. Und jetzt kommt eigentlich der Hauptteil des Frühstücks, und zwar körniger Frischkäse, aber in lecker. Wir schneiden einfach ein bisschen Paprika, Frühlingszwiebel sowie Gurke, leckere Gewürze und schon ist euer körniger Frischkäse mega lecker. Yummy! Cheers! Es gibt nichts Besseres wie ein gutes Brot mit einem noch geileren Aufstrich. Basic, aber unnormal geil. Gebackene Gemüsesuppe. Klingt komisch, let's go. Blumenkohl und Paprika einfach klein würfeln, sowie die Zwiebeln und etwas Knoblauch, alles auf einem Blech verteilen und ein Dressing dafür anrichten mit Öl, Ahornsirup und Paprika, Pfeffer, Salz. Das Ganze gebt ihr einfach über das Gemüse und lasst es etwas im Ofen erstmal brutzeln. Bevor ihr das Ganze einfach in den Mixer gibt und so püriert, wie ihr dann am Schluss die Suppe haben wollt. Nach Belieben könnt ihr es auch noch mit Kokosnussmilch verdünnen. Man kann die Suppe auch so machen, dass sie nicht so cremig ist, indem man einfach keine Kokosnussmilch macht. Aber ich finde es damit immer so geil, es hat so einen exotischen Touch. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Balsamico, heißt es, glaube ich, drauf gemacht. Finde ich immer ganz geil mit so cremigen Suppen. Ich sag's euch, ich habe noch nie so eine Suppe gegessen. Hört auf, euer altes Brot wegzuschmeißen und macht stattdessen daraus Knödel. Ich habe einfach altes, trockenes Brot klein geschnitten. Das ist ein bisschen mühsam, aber glaubt mir, lohnt sich. Spinat über das kochende Wasser gegeben, damit der schon mal dünstet. Zwiebeln in Butter angebraten und mit pflanzlicher Milch abgelöscht. Wenn das Ganze noch warm ist, einfach über das Brot geben, dann kann es richtig schön quellen. Dazu gibt ihr noch den Spinat und ein Ei, aber passt auf, es muss kühl genug dafür sein. Das Ganze verrührt ihr nur noch gut, könnt auch noch ein bisschen Käse dazu geben und dann schon in euer Tuch einrollen und ab in das Wasser. Dazu brauchen wir natürlich noch eine leckere Soße. Dafür habe ich Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten grob gehackt und alles zusammen wieder in reichlich Butter angedünstet, bevor dann der Spinat dazu kam und weitere Sahne. Und schon seid ihr fertig. Es sieht nach wenig aus, aber glaubt mir, es macht sehr satt. Ich konnte es gerade nicht abwarten, ich habe schon gegessen. Aber es ist unnormal geil. Knödel ist irgendwie immer so ein Resteessen, wenn man so altes Brot hat, aber es ist so unfassbar lecker. Also schmeißt euer altes Brot nicht weg. Als Nachtisch habe ich Baklava vorbereitet, dafür habe ich meine Nüsse erstmal klein gehauen und noch ein bisschen Haselnüsse dazu gegeben und Zimt. Dann habe ich meinen Baklava-Teig sozusagen in Form geschnitten, damit er auch in meine Form passt und immer schön geschichtet. Butter, Nuss, Butter, Nuss und dazwischen natürlich immer den Teig. Klingt kompliziert, ist super easy. Ich habe dann noch ein bisschen mit Schokoladencreme das Ganze gemacht. Dann kocht ihr nur noch Wasser mit Zucker auf, dann gebt ihr eigentlich Honig dazu. Ich habe Ahornsirup verwendet, das funktioniert genauso gut. Bis das alles einen schönen Sirup ergibt, den könnt ihr dann am Schluss noch über euer Baklava drüber machen, bevor das Ganze in den Ofen kommt. In diesem Video verlosen wir 3 von diesen Stoneline Topfsets. Die sind 8-teilig und damit fangt ihr super viel an. In dem Deckel ist sogar ein Sieb vorhanden. Die Töpfe und Pfannen sind super hochwertig, ihr braucht kein Fett oder Öl, um darin etwas anzubraten, da sie eine ganz einzigartige Steinpartikelbeschichtung haben. Ihr habt dabei kein Anbrennen oder Ankleben. Um bei dem Gewinnspiel mitzumachen, musst du einfach Stoneline und mir auf Instagram folgen und mir dann auf Instagram eine DM schicken, wo du mir einen Screenshot schickst von diesem Video hier, wo ich sehe, dass du mir folgst und natürlich das Video geliked hast.
Und noch einmal kurz dazu schreiben, was für ein Special-Wort sich in diesem Video hier versteckt hat. Und schon bist du bei der Verlosung mit dabei. Und ich werde dich eine Woche später anschreiben, wenn du gewonnen hast. Und alles Weitere mit dir klären. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Das ist auch dein Overnight-Rezept. Ihr benutzt einfach Backkakao und Via Chiasamen zusammen mit Ahornsirup und Milch. Das vermengt ihr gut und gibt es über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Tag könnt ihr wieder das Ganze mit Sahne schön vermischen und Toppings eurer Wahl oben draufhauen. Und schon habt ihr ein super leckeres, sättigendes Frühstück. Wie geil ist das denn bitte? Man kann das natürlich auch in dem Glas, in dem ich das gemacht habe, drin lassen und dann zuschrauben mit den ganzen Toppings und mit zur Arbeit oder so nehmen. Also richtig praktisch. Das ist so unglaublich lecker und einfach eine mega gesunde Alternative zu normalen Schokopudding. Chiasamen werden so unterschätzt, ohne Witz. Mein erstes Mal, dass ich Fufu esse und es auch selber mache. Ich habe dafür ein vegetarisches Fufu gemacht, in dem ich einfach Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch klein geschnitten habe und in der Pfanne angebraten habe. Dazu kamen noch Erdnüsse. Und reichlich Tomatensauce mit Gemüsebrühe und Wasser. Die Linsen habe ich einfach darin gar werden lassen, währenddessen habe ich das Fufu zubereitet. Das eigentlich auch super simpel ist und wenn das so eine tolle Konsistenz hat, könnt ihr es ganz einfach mit nassen Händen formen und eure Soße, wenn ihr mögt, noch etwas pürieren oder auch, wenn ihr es so stückchenhaft möchtet, einfach drüber geben. Das ist eigentlich ganz geil. Wie schmeckt das? So sehr komisch, dass du mit den Händen isst, wenn du mal nie mit Händen isst. Ich will mich anpassen am Fufu. Ich habe nur gesehen, dass die Leute das immer mit der Hand essen. Also heißt. Nichts verbindet mehr wie ein leckeres Raclette. Dafür hatten wir alle Reste, die wir gerade zu Hause hatten, einfach klein geschnitten und in Schüsselchen verteilt, sodass man ganz nach Belieben so ein eigenes Schälchen kreieren kann. Dann habe ich noch Kartoffeln abgekocht, sowie den Brokkoli garen lassen. Dazu gab es noch einen Sour Cream Dip, damit man natürlich auch die Kartoffeln so essen kann. Und schon ging es ans große Essen. Ihr kriegt hier keinen richtigen Taste-Test, weil das natürlich ganz individuell, aber wie lecker sieht das bitte aus? I love it! Super schnelles Frühstück, weil ich einfach keinen Hunger hatte, war ein Proteinshake. Ich liebe diesen Eiskaffee-Shake von More Nutrition, müsst ihr unbedingt probieren. Ich war gerade trainieren und habe jetzt nicht so Bock auf so ein richtiges Frühstück, deswegen dachte ich, mach mir einfach einen Proteinshake. Der ist auch sättigend, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Mahlzeit ersetzt. Aber für mich vor allem jetzt morgens, wo ich jetzt gerade nicht so viel Hunger habe, eine super Alternative. Und das ist so crazy, normal schmeckt mir Proteinpulver einfach nicht. Aber dieses Proteinpulver ist so krass gut und meins ist auch schon fast leer. Ich muss direkt wieder nachkaufen. Man kann es natürlich aus dem Shaker trinken oder auch in den Glas füllen. Ich finde, so sieht es dann nochmal mehr nach einem ganz normalen Kaffee aus. Schnell gemacht, schmeckt geil. Was will man mehr? Ein Salat kann auch lecker und sättigend sein. Ich habe dafür einfach frische Petersilie, Tomate, Zwiebeln, Gurken und Feta sowie natürlich die Kichererbsen in eine Schüssel gegeben und mir noch ein leckeres Dressing dazu gemacht. Geht super schnell und schmeckt so unheimlich lecker. Total underrated. Oft stellt man sich beim Salat irgendwie so was Langweiliges vor. Aber ein Salat kann auch satt machen und richtig geil sein. Das ist das beste Beispiel dafür. Was darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen? Richtig, Plätzchen. Und was ich am leckersten finde, sind Vanillekipferl. Aber meistens sind die einfach total fest und nicht so schön weich. Deswegen habe ich euch jetzt ein richtig leckeres Rezept, dass ihr weiche Vanillekipferl super easy und schnell hinbekommt. Das Geheimrezept ist dabei Quark. Die Anwendung ist super easy, ihr braucht keine Küchenmaschine. Einfach noch kurz in den Ofen, nochmal schön in Zucker tunken und schon seid ihr ready to go. Jetzt wird's typisch deutsch, aber trotzdem vegetarisch. Ich habe Kartoffeln abgekocht und zerstampft und mit Butter sowie einem Ei daraus Kartoffelknödelchen gemacht. Die könnt ihr super easy formen und dann einfach nur noch im Wasser auskochen lassen. Währenddessen die kochen, habe ich mir Rouladen vorbereitet. Dafür habe ich einfach Kidneybohnen, Knoblauch, Öl und einige Gewürze zusammen püriert und meinen Seitan dazu gegeben. Die ganze Packung kommt da rein. Ihr braucht ein bisschen, bis es verarbeitet ist. Man gibt auch immer wieder Wasser dazu, aber irgendwann habt ihr eine tolle Konsistenz und könnt das Ganze mal wie eine Roulade füllen. Das Ganze wird einmal scharf angebraten und dann noch so angebraten, dass es durch ist. Dazu gab es dann noch eine leckere Soße. Dafür habe ich die Soße von Queen Force verwendet. Das ist eine so leckere vegane Bratensoße. Wir haben dann noch kurz Rotkraut warm gemacht und so serviert. Wenn man nur so fertig kennt und die dann mal selber macht, wie unterschiedlich das einfach ist. Es ist eigentlich so simpel und so einfach, aber oft ist man sich irgendwie zu schade. So lecker, nachmachen. Und noch mal ein Overnight-Chiasamen-Rezept. Einfach Blaubeeren mit etwas Milch und Chiasamen wieder über Nacht in den Kühlschrank geben und am nächsten Tag wieder mit etwas Sahne servieren. Darauf habe ich noch mal Kokosraspeln als Topping gemacht. It's so damn cold. Das ist es, Friends.
Das ist es. Das könnt ihr auch mit jedem anderen Obst zum Beispiel machen. Also ihr habt da so viel kreativen Freiraum, wie ihr das Ganze umsetzt. Wenn ihr gerade Gemüsereste zu Hause habt, ist das eine super Möglichkeit, wie ihr sie verwerten könnt oder auch allgemein einfach euch selbst eure eigene Gemüsebrühe machen könnt. Ihr nehmt einfach alle möglichen Gemüsesorten, die ihr gerade zu Hause findet. Es dürfen auch gerne Reste sein von Brokkoli oder sowas und püriert die ordentlich im Mixer. Wenn das gut und matschig geworden ist, gebt ihr das alles nur noch auf ein Backblech und backt es schön aus. Je nach Backofen kann das schon etwas dauern. Das Gute daran ist, ihr wisst ganz genau, was in eurer Gemüsebrühe drin ist und man merkt extrem den Unterschied zur gekauften. Wenn das Ganze schön trocken ist, einfach nochmal schön pürieren, dann habt ihr ein ganz feines Pulver. Die Gemüsebrühe habe ich auch direkt weiterverwendet für meine Suppe. Dazu habe ich Grießschnockerle gemacht, so nennen wir das. Milch mit Buttermuskat erwärmt und zu dem Weichweizengrieß gegeben. Die Suppe wäre aber nichts ohne Gemüse, deswegen habe ich noch Karotten, Kartoffeln, Pilze, Lauch sowie Brokkoli und Zwiebeln in einem Topf mit reichlich Butter angerührt. Ich habe noch einen Rest Ei gehabt, das habe ich dazu gegeben, müsst ihr aber nicht. Die selbstgemachte Gemüsebrühe kam natürlich noch dazu, sowie etwas Nudeln und unsere Grießnoggele. Und fertig ist eure Suppe. Wenn ihr gerade übel erkältet seid, dann gönnt euch diese Suppe. Suppen, wenn sie geil gemacht sind, bewirkt kein Wunder. Und ich weiß, nicht jeder hat Bock auf sowas Aufwendiges. Gemüsebrühe selber machen war jetzt auch für mich das erste Mal. Aber man merkt erstens so krassen Unterschied und zweitens wisst ihr ganz genau, was da drin ist. Vor allem beim Gesundwerden ist das das Wichtigste. Gönn dich die Suppe und gute Besserung. Jetzt machen wir was Argentinisches. Einfach Mehl mit Butter, Salz, Ei und etwas Wasser in einer Schüssel gut verrühren, dass ein homogener Teig entsteht. Der wird auch nicht kleben. Das gebt ihr noch etwas in den Kühlschrank. Währenddessen habe ich meine Füllung vorbereitet. Zwiebeln reichlich Butter mit Spinat und Knoblauch angebraten und beiseite gestellt, dass es auskühlt. Den Teig habe ich dünn ausgerollt und ausgestochen und anschließend mit meiner Füllung gefüllt. Dazu habe ich noch etwas geriebenen Gouda gegeben und natürlich ein paar Gewürze. Das geht super schnell und ist so unheimlich lecker. Am Ende habe ich es noch mit Eigelb bestrichen und in den Ofen gegeben. Und fertig sind unsere Empanadas. Habt ihr schon mal so gute Empanadas gesehen? Ich kenne den Trick von dir. Unten aufmachen. Oben aufmachen. Bin so gespannt. Und reinpusten. Geht nicht. Boah, geil. Ich kenne Empanadas von Marcelo. Marcelo, halb Argentinier. Bei seiner Familie haben die das öfters gegessen. Ich habe das davon noch nie gegessen. Boah, schmecken die gut. Die schmecken so ein bisschen wie die in Argentinien mit Spinat. Das ist auch mit Spinat. Ja, was? Mi amigo es el argentino. Alles, was ich gelernt habe in einem Jahr Spanisch. Und comemos empanadas. Lecker sind empanadas. Wir essen empanadas. Was? Nachmachen! Rezept ist approved. Overnight Oats können so lecker sein. Einfach Haferflocken zusammen mit etwas Zimt, Datteln sowie Milch oder Joghurt anmischen. Das Ganze lasst ihr wieder über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag könnt ihr es ganz easy toppen mit Joghurt und Schokotrops. Und dann könnt ihr es auch schon genießen. Und ich muss wieder sagen, normal bin ich gar nicht so ein Fan von so Haferflocken oder so Porridge-artigen Sachen. Aber das ist wirklich ultra nice. Es ging zu meiner Familie, deswegen darf ein Kuchen nicht fehlen. Dafür habe ich einen Käsekuchen-Spekulatius-Kuchen gemacht. Dafür einfach Spekulatius klein hauen und mit Butter zusammen anmischen. Die Butter muss sehr weich sein, sodass ihr es gut in die Form dann gleich drücken könnt und dann erstmal kalt stellt, währenddessen ihr kurz die Füllung macht. Dafür rührt ihr einfach alles zusammen. Ich habe euch nochmal die genauen Mengen in der Infobox verlinkt. Ich hatte jetzt nur Lebkuchengewürz, aber es hat trotzdem weihnachtlich geschmeckt. Alles gut verrühren und anschließend in unsere Form geben und ab in den Backofen und durchbacken lassen. Ich habe dann noch selber Karamell gemacht. Ihr könnt aber auch einfach Karamell schmelzen, das in etwas dekorieren und schon seid ihr ready to go. Den Kuchen haben wir wie immer bei meinen Eltern gegessen. Deswegen habt ihr hier leider keinen Taste-Test, aber ich sag's euch, der war so geil und winterlich. Also falls ihr einen geilen winterlichen Käsekuchen wollt, dann müsst ihr den unbedingt ausprobieren. Mein Spätzle-Rezept kennt ihr ja schon, aber hier seht ihr es nochmal. Mit Kurkuma könnt ihr es schön gelb bekommen. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber egal, sah geil aus. Die Spätzle habe ich ganz normal mit meiner Spätzlespresse gemacht. Das sollen aber keine normalen Spätzle werden, sondern Kässpätzle. Deswegen habe ich meinen Gouda gerieben, die Zwiebeln in der Pfanne angebraten und am Schluss nur noch die Spätzle kurz in der Pfanne angebraten und alles drüber gegeben und in den Backofen gestellt. So könnt ihr es perfekt überbacken. Achtung, die Pfanne ist heiß, ansonsten mega lecker, lasst es euch schmecken. Denkt dran, wenn ihr so eine Gusseisenpfanne habt, dass ihr das wirklich nicht mit den Händen anfasst, sondern ne, so wie ich gerade mit einem Pulli oder mit einem Lappenbell. Die sind sehr, sehr heiß, aber ich finde die sehr cool zum Servieren. Das sieht jetzt übel small aus, aber wir alle wissen Cashbets, denn man denkt so, oh, ich schaffe das easy.
Und das ballert halt jedes Mal so krass rein. Ich bin nicht umsonst Schwabe. Ich liebe einfach Spätzle und alles, was mit Spätzle zu tun hat. Das ist your sign, wenn ihr noch keine Spätzle-Espresse zu Hause habt, euch eine zu holen. Spätestens zu Weihnachten wünscht euch eine Spätzle-Espresse. Und noch mehr Käse. Wir machen Pistazien und Walnüsse klein, geben sie in eine Schüssel und schneiden noch Datteln klein. Sowie geben Feigenmarmelade dazu. Das Ganze ist eine wilde Kombi, die wir dann auf unseren Camembert geben und in den Ofen schieben. Dazu gab es ein Baguette vom Bäcker und das könnt ihr schön dippen. Lecker. Cheers. Cheers. Mhm. Das passt gut, gell? Diese süße Nüsse hier dazu ist so lecker. Ich finde, man erwartet nicht, dass es so eine geile Kombi ist. Und es geht halt einfach unnormal schnell. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und es hat euch auch inspiriert, um ein bisschen Abwechslung so in den Alltag reinzubekommen. Ich persönlich mache nie richtige Mengenverhältnisse. Wenn ich doch welche mache, versuche ich das euch unten in der Infobox natürlich zu verlinken. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich ein richtiger Fan davon bin, einfach spontan Rezepte zu erweitern oder so meine eigene Kreation. Alles klar. Da ist natürlich eurer Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Falls ihr es nachmacht, schreibt mir gerne auf Instagram und sagt mir, wie ihr es findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim neuen Video morgen. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.